Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Bau von Labwaffen und Schilden und Ähnlichem. Heute geht es um das Thema, wir bauen uns einen Buckler, einen Kernlosen. Dafür benutze ich eine 24 mm dicke Schaumstoffmatte aus dem Waffenbau. Habe schon mal einen Kreis aufgezeichnet, wie ihr seht. Dafür habe ich als Hilfsmittel einen Pizzateller genommen. Kann auch andere Sachen nehmen oder halt einen Zirkel, je nachdem. Ja, und dann kann man dann loslegen. So, dafür brauchen wir aber noch ein paar Sachen. Und zwar einen Softball. Gibt es in verschiedenen Größen mit irgendwas drauf, also diese Rillen oder halt ein Glatt. Und dann fangen wir damit halt mal an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So Leute, dann geht's los. Was nehmen wir am besten? Für die Größe nehmen wir diesen Schaumstoffball. Die hier könnt ihr auch nehmen, würde ich jetzt auch nehmen, aber bei dem hier ist es einfacher. Den kann man einfacher schneiden innen drin, aber das seht ihr jetzt gleich. Wenn ihr diese Hälften machen wollt, ihr habt hier immer quasi so eine Klebekante, oder es geschäumt worden ist, wie auch immer. Da könnt ihr dann quasi lang schneiden, um das Ganze zu halbieren, so wie jetzt hier. Das ist dieselbe Größe, da ihr schon mal seht, wie sowas ungefähr aussieht. So, passt auf. Ihr braucht ja noch für den Schild die Mitte. Dann nehmt ihr euch irgendein Hilfsmittel. Ich habe mal ein Kernstabstück genommen. Geht hin. Macht ihr einfach mal eine Linie ein. Und dann macht er mit dem Zollstock, Maßband, sucht er so ungefähr die Mitte. Da kommt es jetzt auf einen Millimeter genau nicht an. Wir hätten in dem Fall 31 cm, das wären dann 15,5. Geht er hin, macht er bei 15,5 einen Strich. Dann geht er mit irgendwas. Geodreieck oder naja, von mir ist auch irgendwas anderes und macht dann noch mal eine Linie. So. Verlängert er dann wieder bis zum Rand. Dann habt ihr Viereck, also vier Teile. Sieht jetzt irgendwie nicht so mittig aus. 5. Habt ihr mit. Ach, mal wieder der Vorführeffekt, Leute. Naja, ihr kennt das ja. So, das werden wir hier quasi 15,5. Das können wir weglassen. So, pass auf. Dann geht er hin, nehmt den Ball, die Hälfte davon, die ihr habt, messt das Ganze aus, so ungefähr 11,6. 11,6, die teilt er dann durch 2, hat wieder nur 5,6 cm ungefähr. Wie gesagt, muss auch nicht so 100%ig sein. Und dann macht er dann an jeder der Linien einen Strich mit diesen 5,6 oder wie groß der Softball auch immer ist. Er hängt halt immer davon ab, wie groß der Ball sein soll. So, 5,6. Wie gesagt, so auf einen Millimeter oder zwei kommt es nicht drauf an. Das ist quasi nur, wenn ihr den Ball auflegt, damit ihr Punkte habt, damit ihr wisst, wo das in der Mitte ist. Okay. Da habe ich irgendwie die falschen genommen. Das wäre hier. So. Bisschen konzentrieren sollte man sich. Nehmt mich nicht unbedingt als Beispiel. Bin nicht so der konzentrierteste bei so Sachen. Und dann geht er dann quasi einmal mit einem Kugelschreiber, Filzstift, aber nimmt einen relativ dünnen, einmal rumrum. So, dann sollte das ungefähr jetzt die Mitte sein, auf die das Ganze dann aufklebt. Dann geht er hin. Nehmt einen Filzstift,
und macht innen nochmal bei dem Softball, ich nehme mal, weil nicht ganz so breit sein muss, mal einen Zentimeter. So. Braucht er dann nachher, weil er dann quasi dann noch so ein bisschen was ausarbeitet. Dafür braucht er dann aber auch einen scharfen Cutter. So. Das Ganze machen wir dann auch nochmal. Ich glaube, mache ich jetzt Freihand. Kann man dann nachher noch ein bisschen nacharbeiten, wenn das nicht ganz so genau ist bei dem Innenkreis. Weil er dann nachher wisst, dass da halt die Klebekante dann quasi ist. Ich mache das immer so ein bisschen grob, so Freihand halt. So nach Gefühl. Immer so am Rand gucken, dass so ungefähr derselbe Abstand dann rundherum ist. Ihr seht mal immer viel Freihand, aber das ist halt, wenn man sowas dann öfters schon mal gemacht hat, hat man ein bisschen mehr Routine. So, sieht nicht ganz rund aus, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Dann nehmt ihr den Cutter und schneidet quasi das mittlere Stück hier aus. Dann erstmal so ein bisschen vorschneiden. Versucht er das Ganze auch so halbwegs gerade hinzukriegen, umso weniger müsst ihr danach erschleifen. So. Das ist jetzt quasi erstmal nur so die Vorbereitung für das Ganze. Das ist nämlich noch ein Brett. Das kann man nicht durchschneiden. Und dann schneiden wir das Ganze hier mal aus. Bei der Dicke ein bisschen fricklier, weil man halt mehrmals durchgehen muss. Oh, das ist ja gar nicht so schlimm. So, mal schauen. Geht er dann immer rund, bis er dann irgendwann durch seid. Bei kleineren Kreisen oder so hat immer gucken, dass er mit der Spitze viel arbeitet, weil dann halt die Schneidkante ein bisschen enger ist. Da kommt er dann besser rum. So, ich glaube, wir sind jetzt durch. Dann machen wir das Ganze raus. So, dann habt ihr das hier quasi schon mal raus. Das wäre dann so, zeigt mal von der Rückseite, dann hättet ihr quasi so. Na? Ich hoffe, das kann man gut sehen. So, dann gehen wir hin. Das Ganze sieht ja alles noch ein bisschen eckig aus. Dann gehen wir hin, schneiden schon mal den ganzen Kreis aus. Kann man natürlich dann auch in mehreren Durchgängen rund schneiden. Das mache ich jetzt auch mal. Einfach an der Linie oder ein bisschen hinter der Linie. Also quasi, dass dann noch ein bisschen was Material mehr da lässt. Damit man danach auch noch ein bisschen schleifen können. Wenn man halt nicht so ganz gerade geschnitten hat, ist das auch nicht schlecht. Macht zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber das ganze Ding wird dadurch halt dann auch wieder was runder. So. Haben wir fast. So, noch einmal. Wieder mit der Spitze arbeiten. Ihr seht, lässt sich schon. Kann natürlich auch dünnere Matten nehmen. 20er gehen auch gut. Oder halt mehrere 10er. Kann man auch machen. Das liegt aber ganz an euch. Wie ihr es halt gerne haben wollt. So, jetzt haben wir das Ganze mal aus. So, damit wäre das Ding schon mal rund. Das ganze Ding hier, das schneiden wir jetzt mal aus. Passt auf, ich zeige euch mal. Ihr habt ja jetzt hier die Linien gemacht. Da halt nicht. Und dann geht er einmal so ein bisschen. Natürlich nicht scharf. Welche Überraschung. So. Das jetzt gut. Ja, immer noch nicht so ganz. Naja, gut. Dann halt das hier. Das geht besser. So, geht er halt so ein bisschen. Macht er so wieder so. Ihr passt euch ein bisschen an der Schräge des Balles. Also, naja, das ist, ihr seht jetzt gleich. Und dann erstmal so ein bisschen rund gehen. Am besten immer eine möglichst scharfe, also ich hätte dafür besser eine komplett neue genommen, aber zu Demonstrationszwecken, glaube ich, reicht das auch. So,
macht er dann, dass das quasi innen ausgehöhlt wird, als wenn er irgendwie eine Frucht aushöhlt. Immer so ein bisschen hier das wegziehen, dann geht das besser mit dem Schneiden. Dann hüllt er das Ganze so immer so peu à peu aus. Ja. Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Muss dann halt gucken, dass er das nicht zu tief macht. So, danach auf der anderen Seite durch. Das geht eigentlich nur darum, dass nachher ein bisschen Platz ist für den Buckler dann, für den Griff und die Faust, die man halt dann da rein macht. Dass man da nicht so direkt dran stößt. Ja, das seht ihr ja jetzt gleich. Die, die den Buckler halt kennen, die wissen, was ich meine. Gehe ich mal von aus, die meisten wahrscheinlich. So, da haben wir quasi das so jetzt ausgehöhlt. Muss jetzt nicht so toll sein, weil das kommt nachher nach innen, kommt was Farbe drüber. Ist dann nicht so schlimm, wenn ihr da nicht so sauber gearbeitet habt. Und dann wird das ganze Ding, quasi hier der Rand, hier drauf geklebt. Dann habt ihr quasi schon mal den Buckel für den Buckler halt. Ne? So, dafür nehmen wir dann entweder Pattex oder Heißkleber. In dem Fall nehmen wir mal ein bisschen Pattex, machen das Ganze mal schnell auf, machen wir keine Unterlage drunter. Ich hoffe, dass ich das auch ohne Sauen hinkriege. So, ja. Das war jetzt nicht so. Ja. So. Dann nur halt den Rand einkleben. Gut drauf. Also Schaumstoff, der saugt sich auch noch ein bisschen voll. Was jetzt nicht schlimm ist. So. Dann nehmen wir hier für den Rand noch. Dann läuft das schon wieder runter. Ja. Hätte man dann vielleicht auch besser noch eine Unterlage nehmen sollen. Zumal ich auch immer erwähne, dass man sich immer voll saut und eine Unterlage nehmen soll. Aber ich mache es manchmal selber nicht. Bin wieder mal ein schlechtes Vorbild. Naja, gut. Sei es drum. So. Hier dahin. Macht dann quasi hier diese Linie, wo dann der Rand quasi von dem Buckel drauf soll. Und macht das Ganze dann mit Heißkleber oder halt Pattex oder was er sonst an Kleber benutzt. Aber so Pattex und Heißkleber ist eigentlich das, womit ich immer arbeite. Dann lasst ihr das Ganze ein bisschen trocknen, wie immer. Und dann drückt er das Ganze drauf. So. Das tun wir mal wieder auf Seite. Ja. Dann lasst ihr das antrocknen. Und dann kommt es drauf. Dann sehen wir uns jetzt gleich, wenn es angetrocknet ist. So Leute, der Pattex ist jetzt soweit trocken. Ja, sieht gut aus. Dann nehmen wir das ganze Teil. Setzt es einfach drauf. Gut andrücken. So, dann habt ihr quasi schon mal den Buckel drauf. So. Sollte dann noch so ziemlich die Mitte sein, hoffe ich mal. Bis zur Linie. Nein. Ein bisschen mehr. Ja. Ist nicht so 100% mittig geworden, aber hey, man kann nicht alles haben. Aber so weit geht's. So, hätte jetzt das Ganze auch ein bisschen anders machen können, und zwar für diesen Griff zu machen, nehme ich ein Stück Kernstab, was jetzt natürlich so ein bisschen blöd ist, aber naja, gut, hab's ein bisschen in der Reihenfolge versaut. Dann geht er hin, macht dann quasi, das ist ein bisschen lang, nimm ein bisschen was Kürzeres, nimm da quasi so ungefähr die Mitte. Schauen wir mal. Kugelschreiber und dann zeichnet er quasi von dem Kernstab die Enden auf der Matte auf. So. Hoffe, dass man das gut sehen kann. So. Ja. Dann habt ihr das quasi schon mal dran. Das Ganze wird dann ausgeschnitten, ungefähr, naja, eigentlich auf die, wie der Kernstab ist, ist ein ganz normaler, 10x12 mm, Reststück, was übrig geblieben ist. Dann gehen wir hin, schneiden das Ganze so ein bisschen ein,
Müsst ihr gucken, nicht zu tief, so ein bisschen nach Gefühl. Lieber ein bisschen erstmal zu wenig wie zu viel. Und macht er dann quasi entlang der Linien, macht er dann Schnitte. So. Und dann geht er hin, so ungefähr in einem 45 Grad Winkel zu diesen Linien. Ja. Schau mal. Wenn es nicht direkt rausgeht, kann nicht sein, dass er nicht tief genug war. Und dann können wir dann quasi immer so ein Stück dann rausziehen. So. Ich hoffe, dass man das so gut erkennen kann. Das Ganze macht er dann von der anderen Seite auch. So. Geht er hier auch nochmal hin. Mit einer dünneren Klinge kann man das natürlich auch machen. Geht auch einfacher, aber warum soll man es sich einfach machen, wenn es auch schwer geht? So. Macht er wieder so 45 Grad bis zur Einschneidkante ungefähr. Wie ihr seht, habt ihr dann wieder so ein Stück zum Rausziehen. Das macht er dann auf der Seite auch wieder. Bisschen raus, damit das ein bisschen glatter ist, weil dann habt ihr sonst so ein leichtes Dreieck in der Mitte. So, gucken wir mal. So, dann nehmt ihr den Kernstab, guckt mal, ob das Ding passt. Passt von der Höhe oder Tiefe noch nicht. Dann könnt ihr dann gleich hingehen. Dann nehmen wir den Lötkolben und vertiefen das Ganze halt noch ein bisschen. Dann können wir da doch eben machen, das sind jetzt noch so, also jetzt mal so 2-3 mm ungefähr, die das Ganze noch tiefer muss, und dann kleben wir das Ganze dann ein. So, dann sehen wir uns gleich. So Leute, es geht weiter. Wir holen den Kernstab raus. Lötkolben habe ich schon mal heiß gemacht. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier ein bisschen durch und gucken, ob wir das Ganze noch ein bisschen vertieft kriegen. Arbeit mehr oder weniger mit der Spitze vom Lötkolben und vertiefen das Ganze jetzt noch ein bisschen, bis das Ganze gut passt. Wie immer, bitte gut Fenster aufmachen und lüften oder halt Atemschutz noch zusätzlich tragen. Ist nicht ganz so gesund, das Ganze. So, gucken wir mal, das Ding ist fast passend. Noch ein bisschen. Nicht viel, nur ein bisschen. So, gucken wir mal. So, das ist so gut wie bündig. Wenn das nicht so ganz 100% ist, ist es nicht schlimm. Die ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Gut, da habe ich einfach dran kleben. Ja, könnte auch was flexibel sein. Gucken wir ein bisschen. So, ab. So. Sieht gut aus. Wie gesagt, dann immer so ein bisschen mit der Spitze hin und her, damit das halbwegs eben wird. Das ist nachher beim Kleben besser, damit der Kernstab halt auch mehr Fläche hat, wo er drauf halten kann. So, ein bisschen kann er noch. Ein bisschen Geduld für. Ich schon gerade für bekannt bin, aber naja, versuchen wir es. So, jetzt ist der Kernstab so gut wie drin. Also ist wirklich nur noch ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Ja, da kommt nachher noch was drüber. Wir wollen das Ganze ja auch noch schöner machen. So, und dann machen wir mit der Heißklebepistole weiter. Kann man jetzt auch Pattex für nehmen, aber in dem Fall nehmen wir jetzt halt einfach Heißklebepistole. Dann nehmen wir hier vorne hin. So, dann geht er hin. Am besten nimmt er eine, die eine relativ große Düse hat. Wenn man mit Heißkleber arbeitet, ist das vom Vorteil, wenn man dann größere Flächen schneller kleben kann. So, gehen wir dann hin, machen dann beide Dinger, ja, beide Dinger ordentlich was rein. Also schon, dass ordentlich was drin ist. Jetzt nicht, dass es überläuft, aber dass es überall genug ist. Ja, beide noch ein bisschen was rein. So, dann geht er hin, das ganze Ding reinpressen. So.
Und immer vorsichtig sein, wenn ihr mit Heißkleber arbeitet. Da könnt ihr euch ziemlich schnell die Finger verkugeln. Das ist ziemlich schmerzhaft. Also, je nachdem. So. Das Ganze lassen wir dann jetzt trocknen. Ein bisschen. Muss nicht lange trocknen. Ein, zwei Minütchen, wenn überhaupt. Und dann gehen wir hin. Okay, das ist ein bisschen zu lang. Ganz kurz noch ein bisschen. Da habe ich mir schon zwei Stücken Fliegengitter genommen. Könnte auch wieder Leder nehmen, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Ich lasse das hier noch so ein bisschen, also noch ein bisschen zum Rand frei, aber das seht ihr gleich noch warum. Geht halt hauptsächlich darum, dass der Kernstab die Spitze ein bisschen geschützt ist. So. Wieder hin, macht das mit dem Heißkleber drauf. So, mal gucken, dass er dann nicht so groß irgendwie so Wellen bildet. Das ist immer so ein bisschen tricky, wenn ihr so an so einer Kante seid. Am besten macht ihr immer erstmal eine Seite und dann die andere. Oder beziehungsweise erstmal oben drauf und dann eine und dann die andere Seite. So sieht das dann quasi aus. Wie gesagt, könnt ihr auch mit Leder machen. Ich mache es mit Fliegengitter, auf jeden Fall hier dabei. Ihr seht, also schon des Öfteren gesehen habt, arbeite ich oft mit Fliegengitter, weil es halt viele Vorteile hat. Bei manchen Sachen mehr, bei anderen weniger. Aber hier bei Sachen, wo es halt nicht ganz so wichtig ist, dass die Sachen so dick geschützt sind, nehme ich dann halt mal gerne Fliegengitter. Da ist ja auch mehr wie genug Abstand noch zum Rand. Da kann eigentlich nichts passieren, selbst wenn man mit dem Ding zuschlägt. Zumal noch über das Teil kommt gleich noch ein bisschen Dreiermatte drauf, dass das so ein bisschen wie so ein Metallbeschlag aussieht. Dann nehmen wir jetzt noch ein Cuttermesser. Ja, wenn wir es finden. Da. Und dann gehe ich schon mal hin und mache hier noch mal so ein bisschen so eine Schräge rein bis zum Kernstab. Hat den Grund, jetzt nicht unbedingt, dass es schöner aussieht, sondern quasi, damit man die Hand nachher besser reintun kann. Das ist halt einfach vom Griffgefühl was besser. Das Ganze können wir auch noch ein bisschen weiter machen, aber muss man halt gucken, hängt halt von jedem ab, wie groß er seine Hände hat. Meine Griffe sind halt nicht ganz so groß, also brauche ich da auch nicht so viel. Deshalb habe ich halt hier auch den Abstand gehalten. Also wenn ihr größere Hände habt, macht ihr das Ganze hier noch ein bisschen größer. Aber so, das geht schon ganz gut. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, noch Handschuhe tragt, ist das ein bisschen eng. Aber wie gesagt, muss man halt gucken. Ich kann das Ding jetzt auch noch ein bisschen tiefer machen. Seht ihr dann, dann wird das Ganze auch noch ein bisschen größer. Machen wir einfach mal. Schaden kann es nicht. Wie gesagt, deshalb halt den Abstand halten. Hier auf der Seite hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Abstand lassen sollen. Da müsst ihr dann gucken. Kann man immer noch machen. Der einzige Nachteil ist halt, mit dem Fliegengitter macht euch immer ziemlich schnell die Gatterklingen stumpf. Schneiden wir noch ein bisschen was weg. Kann nicht viel passieren. Dann geht das schon. So. Machen wir hier auch noch ein bisschen mehr. Das Ganze kann man dann auch, damit es gleichmäßig aussieht, dann später auch noch schleifen. Und dann ist das Ding schon mal so gut wie fein. Ja, seht ihr, das ist schon stumpf geworden. Vielleicht mal wieder ein bisschen mit Schleifstein dran gehen. Das geht halt ziemlich schnell. Das ist der Nachteil halt beim Fliegengitter. Da kommst du einmal dran, ist die Gatterklinge direkt stumpf. Aber mit Nachschleifen am Schleifstein geht das ganz schnell wieder und kostet auch nicht so viel, als wenn man sich jedes Mal eine neue Gatterklinge kaufen muss. Ich hoffe, das kann man hier so sehen. Dann nehme ich einfach ein bisschen Schmörgel. Mache das was rund. Also quasi, ich roll da jetzt mehr oder weniger so eine Rolle draus. Und dann gehe ich quasi da so durch. Das ist ein bisschen prickelig, aber ist halt nicht so gut dran zu kommen. Hätte man auch alles vorher machen können, aber das müsste jeder für sich. Ich bin gern immer ein bisschen mehr was schwieriger machen. Sonst wird das auf der Dauer langweilig. So, wie ihr seht, hier ist noch ein bisschen was ab.
Schneiden her. Da kann man dann quasi nachher dann auch noch ein bisschen bearbeiten und dann sieht das alles schick aus. So, machen wir hier auch noch ein bisschen. So. Immer so ein bisschen hin und her gehen, dass man das sehen kann. Je genauer ihr natürlich schneidet, umso weniger schleifen müsst ihr. Das ist quasi, je schärfer die Klinge ist, umso weniger müsst ihr schleifen. Ja. Aber ich schleife lieber ein bisschen mehr, wie nachher zu viel weggeschnitten zu haben. Das ist halt, naja, werdet ihr selber merken, wenn es dann irgendwann mal passiert. Das Ganze tue ich dann nachher hier noch mit Leder wickeln, aber das seht ihr ja dann. Das ist jetzt schon mal so grob, der Kernstab ist jetzt ein für den Griff. Kann man dann reingreifen, sieht jetzt auch schon ein bisschen besser aus. Passt doch so gut, also für meine kleinen Hände, wie gesagt. Für euch macht es was größer. Ihr könnt dann quasi hier das, die Kante noch ein bisschen nach tiefer ziehen, dass das Ganze, das Loch quasi was größer wird. Mache ich vielleicht auch gleich noch. Aber auf jeden Fall, dass ihr wisst, wie es funktioniert. Ne? So, das wäre jetzt erstmal soweit. Dann können wir natürlich auch hingehen schon mal, da das Ding ja fast noch nicht fertig ist. Also jetzt fangen wir schon mal mit dem Feinschliff an, so für die Optik. Dann nehmen wir, Kugelschreiber, dann irgendwas, ein Lineal oder was auch immer. Und dann wollen wir das Ganze so ein bisschen in Holzoptik machen. Ja, wie macht man das am besten? Wir haben ja schon mehr oder weniger die Mittellinie. Und das ganze Ding soll jetzt aussehen, als wenn er aus ein paar Brettern zusammengezimmert ist. Kann man natürlich auch in einem Stück lassen, aber das ist halt Geschmackssache. Jetzt nehme ich hier irgendeine von diesen zwei Linien, damit ich hier vom Ball so eine Gerade habe. Das ist dann quasi hier so, ziehe die ein bisschen länger, gucken, ob die so halbwegs gerade ist. Machen wir auf der anderen Seite auch. Können wir dann zum Beispiel hier vom Lineal die Linien nehmen, so als, damit man sieht, dass da doch so weit gerade ist. So. Gucken wir mal, den Lötkolben hätte ich besser noch nicht ausstecken sollen. Den brauchen wir nämlich jetzt nochmal. Aber das ist immer, wenn man so ganz kurz entschlossen dann irgendwelche Sachen machen will, weil das halt besser läuft, wie man denkt. So, dann haben wir den Lötkolben nochmal vorgeglüht. So, ich hoffe, das kann man gut sehen. Machen wir die Unterlage nochmal weg. Dann auf Seite. Dann nehmen wir lieber was hitzeresistenteres. Passt auf. Und dann geht er hin zu dem Brett. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin, fange irgendwo an einer Stelle an. Kann natürlich auch direkt also hier anfangen, aber ich mache das jetzt einmal hier. Dann mache ich das auf der anderen Seite auch nochmal. Das wird dann quasi die Kante, die Bretter dann quasi. Benutze. Hier geht dann quasi einfach nur mal so ganz kurz über das Ganze drüber. Dann hier auch mal verstellen, wo noch was Fissel ist. Mit dem Heißluftföhn, das ist halt gut, wenn man halt größere Flächen schnell machen will. Aber hier für so engere Flächen, wo man halt auch noch ein bisschen was nacharbeiten will, kann man da doch ganz gut mit dem
vom Lötkolben machen. Da wäre dann vielleicht einer mit mehr Leistung auch nicht so schlecht, aber hängt halt immer von ab, was er machen will. So, und dann habt ihr quasi das Brett schon mal gemacht, die Optik dafür. Dann durch den Lötkolben auf Seite. Dann zeige ich euch noch ein bisschen was. Geht am besten hin. Das ist auch relativ wichtig, wenn er was baut. Und zwar wieder die Kanten brechen. Ja, geht er wieder hin. Ist eigentlich bei allen Kanten brechen ist immer wichtig. Geht er wieder von oben ran. Ja, so ungefähr wieder im 45 Grad Winkel. Da er hier dann quasi so ein bisschen nach unten kriegt, dann zieht er noch so ein paar Mal drüber. Dann ist das Gefissel nämlich so weit weg. Und das macht er dann einmal auf der Seite rundherum und einmal hier rundherum, dass er da quasi keine scharfe Kante mehr hat. Und dann fangen wir dann schon quasi an, das Ganze zu verzieren. Wir wollen nämlich jetzt noch, also ich habe mir überlegt, wir machen quasi hier noch so einen kleinen Metallrand drumherum, vielleicht noch mit ein paar Nieten, aber muss ich gleich mal gucken. Und dann halt auf der Rückseite hier noch quasi den Beschlag. Ne? Da muss ich auch noch gucken, dass ich mir eine hübsche Form einfallen lasse, die bei dem kleinen Teil passt. Ja, und dann kann man ja quasi dann schon, wenn er soweit fertig ist, schon anfangen zu pinseln. Wie ihr seht, das ist jetzt eigentlich relativ einfach zu machen. Aber ich habe halt auch ein bisschen Übung. Bei euch dauert es vielleicht ein bisschen länger. So Leute, ist jetzt soweit fertig. Jetzt müssen wir quasi, wie gesagt, machen wir noch jetzt aus 3 mm Matte einmal so einen Rand. Müssen wir nicht unbedingt, aber sieht vielleicht ein bisschen hübscher aus. Weil ich immer so ein bisschen verspielte Sachen mache. Mal schauen, ist halt Geschmackssache. Wie gesagt, dann kommt hier auf der Seite noch irgendwas drüber aus 3er Matte, dass das so ein bisschen aussieht, wie dass der Griff mit Metall eingeschlagen ist. Also, ne? So Leute, es geht weiter beim Schildbau. Ich habe jetzt so ein paar Sachen vorbereitet. Das ist einmal für hintere Seite. Und zwar kommt dann das Ding hier drauf auf beiden Seiten. Habe schon die Umrisse so grob aufgezeichnet, damit man halt sehen kann, ja, wo man kleben muss. Ist bei Heißkleber ja nicht mal so schlecht, wenn man das vorher macht. Ja, ist noch nicht so ganz heiß, aber ist nicht schlimm. Wir machen jetzt erstmal an einer Seite so ein bisschen, damit sich das nicht mehr verrutschen kann. Und auf der anderen Seite auch. Kann man sich dann aussuchen, wo man halt mit anfängt. Ich mache jetzt einfach mal hier die Seite. Könnt auch an der Spitze oder am Ende anfangen. Das ist dann halt euch überlassen. Und wie gesagt, am besten immer so ein bisschen die Umrisse dran machen, damit man halt nicht so viel von dem Heißkleber, weil auf dem Heißkleber selber das Flexi-Paint, das hält nicht gut auf so Oberflächen. So, dann lassen wir mal kurz ein bisschen antrocknen. Dann gehen wir schon mal direkt auf die andere Seite. Jetzt habe ich mir dann ein paar Streifen fertig gemacht. Mal gucken. Der dünnere, könnte ein bisschen dünn sein. Nehmen wir mal ein bisschen was dickeres. Dann gehen wir hin. Und zwar machen wir uns hier so einen Anfang. Muss jetzt nicht viel rein, also nur so ein kleines Stück. Das machen wir dann auch, kleben auch so das erste, nur ein paar Zentimeter, damit das Ganze dann schon mal fixiert ist. Weil bei der Sache müssen wir jetzt immer so ein bisschen stückchenweise vorgehen, wegen der Rundung. So. Dann geht er hin, legt das Ding immer so an den Rand von dem Ball.
und macht dann außen mit dem Kugelschreiber oder was auch immer ihr benutzt, eine Linie. So, ne? Damit ihr wisst, wie weit ihr kleben müsst. Und dann hier dahin und macht das dann immer so. Je nachdem, wie scharf die Kurve ist oder Biegung, macht er halt nicht ganz so viel, weil er dann in kleineren Stücken vorgeht. Aber das seht ihr dann. Das wirft dann hier nämlich auf der Innenseite, also hier so, ne? Also da, so Wellen. Dann ist der Streifen zu breit. Man sollte da hingehen und den eventuell schmaler machen. So. Dann wieder ein Stück. Also immer so ein Stück vorarbeiten oder kleben. Dann wieder was vorarbeiten. In der Zwischenzeit kann das dann so ein bisschen trocknen. Und so macht er das dann einmal rundherum. Und dann habt ihr das richtig schick. So, schauen wir mal. Ich hoffe nur, dass das Stück lang genug ist. Ich habe nämlich vorher nicht gemessen. So. Gucken wir mal. Das. So. Könnt ihr natürlich auch wieder mit Cuttex machen. Ich mache es mit Heißkleber, so kleinere Aufbauten und so weiter. Das ist angenehmer, wenn er dann mit Heißkleber macht. Nur wie gesagt, ihr müsst dann immer gucken, dass er halt nicht zu viel drauf tut, weil er dann halt nicht drauf hält. Wenn er sich dann an den Seiten rausdrückt und so, dann ist das halt, müsst ihr immer wegschneiden. Aber das wird dann bestimmt noch irgendwann in Videos von mir zu sehen kriegen, wo ich euch das dann erkläre. Und dann schauen wir mal. So, dann sind wir schon fast durch. Lasst er immer so die letzten paar Zentimeter, klebt er erstmal noch nicht, weil ihr habt ja quasi hier noch so eine Schräge. Dann geht er hin, macht einfach so einen Strich, dann wisst ihr nämlich vom Cutter her, in was für einen Winkel ihr schneiden müsst. Ich hoffe, das kann man so sehen, also hier so eine Linie. Man legt dann einfach den Cutter da an. Und dann habt ihr das quasi, oh, nicht ganz, aber so gut wie, dass das alles passt. Machen wir hier noch mal das letzte Stück. Machen wir dann hier noch die Linie. Wenn es dann doch nicht so hundertprozentig passt, kann man das immer noch so ein bisschen beischneiden. Das geht dann auch. Mache ich jetzt auch, aber das mache ich dann erst, wenn es getrocknet ist. Also hier ist noch so eine kleine Kante, die steht über, geht dahin. Schneide ich die ein bisschen weg, ein Millimeter oder zwei, und dann habt ihr das quasi schon mal so, ne? So, dann hier mal noch auf der Rückseite. Jetzt ist die Heißklebepistole gut warm. Deshalb auch eine mit einer größeren Düse, aber mit einer kleineren geht auch. Ein kleiner Tipp noch von mir, was die Klebepatronen angeht. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht mit den Patex-Patronen. Und wie gesagt, passt auf mit den Finger. Wenn er mit Heißkleber arbeitet, dann habt ihr euch ziemlich schnell die Finger verkokelt. Also im schlimmsten Fall tut es nur weh. Im besten Fall tut es nur was weh. Im schlimmsten Fall habt ihr Blasen oder euch die Haut runtergebrannt. Wenn ihr euch dann mit dem Finger so ein ganz heißes Dreck so reingedrückt habt. Ist mir auch schon passiert, wollt ihr nicht. Also wie gesagt, ein bisschen aufpassen dabei. Ne? So. So, ihr seht, haben wir jetzt schon so ein bisschen, das sieht schon ganz gut aus. Mal gucken, alles gut ist. Gut andrücken, dann ein bisschen warten. Heißkleber, da sind ein paar, zwei, drei Minütchen, ist ja relativ gut durchgetrocknet. Im Zweifelsfall immer ein bisschen länger trocknen lassen. Ist ja nicht schlimm. So, dann haben wir jetzt das Teil. Das sieht aber irgendwie noch so ein bisschen blöd aus. Vielleicht sollte man noch ein paar Nieten drauf machen. Jetzt könnte man hingehen und stechen mit einem Stecheisen aus einer Matte die Niete aus. Also wir in dem Fall sind ein bisschen faul. Wir machen das jetzt anders. Und zwar haben wir den Lötkolben hier schon warm gemacht. Da geht er dann hin. Passt auf, dass euch die Finger nicht verbrennt. Geht hin, schraubt quasi den Einsatz vom Lötkolben raus. Das Teil
legt das auf Seite und Vorsicht mit der Zange oder so, das ist ja heiß. Und dann habt ihr ja hier dieses Loch. Ne? Da drückt er dann quasi, ja, quasi dann in die Matte. Ja, bisschen aufpassen. Hängt davon ab, wie tief ihr das haben wollt, dann halt ein bisschen mehr oder weniger. Ich hoffe, das kann man so sehen. Ja? Und dann habt ihr quasi schon eine Niete, die aber versenkt ist und kann euch quasi auch nicht abreißen. Aber das liegt dann halt an euch, wie ihr das macht. Dann nehmt ihr halt hier immer so grob die Mitte. Ich mache das jetzt nach Augenmaß. So, dann habt ihr ja hier auch noch die Linien. Die könnt ihr zum Beispiel auch dann dafür nehmen. Machen wir erstmal nur 4, also quasi über Kreuz. So, müsste der sein. Entschuldigung für den Tatrieren, ich habe irgendwie bei so Sachen immer so einen leichten Tatrieren. So, dann habt ihr schon mal 4 Nieten. Dann könnt ihr quasi ausmessen, wenn ihr gleichmäßig haben wollt. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich mache jetzt mal so grob ein Augenmaß. Mache dann überall so grob in der Mitte zwischen den 4 Punkten nochmal eine Niete, dass das nicht so leer aussieht. So. Und dann sieht das vorne schon ganz ordentlich aus. Soll jetzt auch kein Kunstwerk sein, einfach normaler Buckler, den irgendwer Söldner oder was auch immer benutzt. Ist ja eher im Prinzip, was das ist oder wer. So, dann haben wir das quasi schon mal so. Ne? Sieht doch schon ganz schön aus. So, dasselbe können wir ja auch auf der Rückseite noch machen. Dann machen wir dann, keine Ahnung, machen wir hier noch eine Niete. Das Ganze muss ja irgendwie festgehalten werden. Wir machen 3 Nieten. Dann machen wir hier noch eine. Und da machen wir auch noch eine rein. Ne? So, genau auf der anderen Seite. So, das wäre soweit schon mal. Ne? Das ist, wie gesagt, geht ganz einfach. Mit den Nieten selber machen. Das kann ich euch auch mal bei Gelegenheit bei einem anderen Video zeigen. Ist aber auch total simpel. Oh, ja, das war jetzt nicht gut. Hat man mein Brett verkokelt mit dem Ding. Naja, egal. Wollte mir sowieso bei Gelegenheit mal ein neues kaufen. So, jetzt machen wir einfach wieder rein. Zur Seite. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen. Und zwar hatte ich mir so überlegt, das Ding soll ja nicht wirklich neu sein. Gehen wir hin und machen noch ein paar Kerben rein. Gehe da einfach mit dem Messer, macht so ein bisschen wieder so den 45 Grad Schnitt. Und dann so ein bisschen, je nachdem wie ihr das wollt, schneidet dann quasi so ein bisschen hier so rein, dann sieht das auch so ein bisschen abgenutzt aus. Das ist eigentlich auch immer ganz gut. Dann sehen die Sachen jetzt so ganz neu aus. Vielleicht noch so ein paar Dinger in die. So. Macht sich immer gut, so ein paar Abnutzungsspuren. So. Muss jetzt nicht so ganz gleichmäßig sein, nur dass ihr halt mal so ein bisschen gucken könnt, wie so halt geht. Können wir ein bisschen tiefer machen, nicht ganz so tief. Ihr müsst immer dran denken, dass die Dinger statt Pinseln dann halt auch in Tiefe wieder verlieren. Also können wir schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, was großzügiger das machen. Ja. So. Ja, machen wir noch ein paar Dinger rein. Dann auch von der Länge und Tiefe ein bisschen variieren, überall ein bisschen was. Sieht halt optisch dann auch noch ein bisschen hübscher aus, wenn das Ganze so ein bisschen News-Look kriegt. Ne? So, könnt ihr dann auch auf der Rückseite machen, wenn ihr wollt, aber müsst ihr jetzt nicht unbedingt. Meistens kriegen die Dinger ja auch noch auf der Front was ab. So, dann machen wir hier noch so ein bisschen. Wenn man so mit der Spitze von dem Cutter arbeitet, dann machen wir jetzt hier einfach mal noch so ein kleines X rein. Macht sich
Fleisch auch ganz gut. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ihr müsst das jetzt nicht, das ist jetzt nur so ein bisschen, da ihr seht, wie man sowas dann halt auch ein bisschen gestalten kann. Für die, die das interessiert. Ne? Und dann habt ihr das quasi dann so. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Ja, dann können wir eigentlich schon anfangen zu pinseln. Ne? So. So Leute, das ist jetzt das Ende vom ersten Teil des Bucklerbaus. So sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder, wenn ich das Ganze glätte, pinsele, Farbgebung und dann halt Topcode. Und dann ist das ganze Ding so gut wie fertig. Noch ein bisschen Leder in den Griff. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, man sieht sich. Bis dann.